Das Stichwort unseres Evangeliums, liebe Schwestern und Brüder, das Stichwort der Fruchtbarkeit ist wahrlich ein Stichwort für die heilige Birgitta. Es trifft auf jede ihrer Lebensphasen zu. Und so sehr man heute auch vielfach ihre Visionen in den Vordergrund rückt, das, was sie sieht, was sehr gut überliefert ist, die Kirche hält sich diesbezüglich zurück. Wo sie ganz offen ist, ist die Fruchtbarkeit dieses Lebens. Ein Leben als Kind in einer gläubigen Familie, ein Leben als Ehefrau und Mutter und schließlich ein Leben als Ordensgründerin. Ihr ganzes Leben in jeder Phase ist eine Erklärung dessen, was wir eben im Wort Jesu hörten im Evangelium. Wie kann man fruchtbar sein? Und zwar auf die ganz unterschiedliche Weise. Da, wo man hingestellt ist, ob man in der Ehe lebt, ob man alleine seinen Weg geht, aber immer als Glaubender. Immer auf der Suche, wie kann ich diesen Glauben umsetzen? Wie kann ich ihn in die Tat umsetzen? Wie kann ich ihm mein Gesicht geben? Sie ist sozusagen eine Allrounderin. Sie hat so fast die ganze Bandbreite christlichen Lebens abgedeckt in einer Person. Das ist eine große Seltenheit. Aber sie ist nicht umsonst Patronin Europas, weil sie uns heute im 21. Jahrhundert deutlich macht, was uns fehlt. Nämlich jene Fruchtbarkeit. Die fehlt uns als Glaubende in der Kirche komplett. Wir sind unfruchtbar geworden. Wenn wir fragen, warum, wird uns Birgitta eine klare Antwort geben. Sie wird uns auf dieses Evangelium verweisen, warum wir unfruchtbar sind. Jesus gibt uns die Antwort selber. Wenn ihr nicht in mir bleibt, wenn meine Worte nicht in euch sind, wenn wir die höheren Etagen der Kirchen anschauen, dann haben sie die Worte von Beratungsfirmen in sich und danach richten sie sich. Advertising ist das große Stichwort, Werbung, als ging es um eine Supermarktkette. Denen geht man auf den Leim. Das Wort Jesu, das allein fruchtbar macht, haben wir offenbar. Die Taten zeigen es ja, es ist keine böse Unterstellung. Die haben wir offenbar nicht in uns. Birgitta drängt uns heute als Patronin Europas wieder dahin zurückzufinden, zu einer Fruchtbarkeit zu kommen, die auch umsetzt, was der letzte Satz unseres Evangeliums sagt. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und dass möglichst viele Jünger und Jüngerinnen werden dieses Wortes, des lebendigen Wortes Gottes, Jüngerinnen und Jünger Jesu, so wie sie es in ganz überzeugender Weise in ihrer Zeit war.